1986 sind zwei Dinge passiert. Zum einen wurde meine Wenigkeit geboren, zum anderen hat Farouk Systems für sich das erste ammoniakfreie Produkt auf den Markt gebracht, nämlich Sunglitz. Hi, ich bin Robin, Educator der Unique Way Akademie und jetzt ist wieder Hairtime. Der Gründer der Marke, Dr. Farouk Shami, hatte selber gesundheitliche Probleme mit Ammoniakdämpfen und genau das war der Grund, warum er ein ammoniakfreies Produkt auf den Markt gebracht hat. Sonst hätte er nämlich seinen Job an den Nagel hängen müssen, aber das war für ihn keine Option, denn er liebt seinen Job genauso wie ich. Und da es sich bei Sunglitz um ein Blondiersystem handelt, ist es perfekt für unser heutiges Thema geeignet. Eine Freehand-Technik. Warum habe ich mich für Sunglitz entschieden? Erstens, es ist ein schonendes Blondiersystem dank Seide als Inhaltsstoff und durch die innovativen Technologien von Shi. Zweitens, es beinhaltet organische Pigmente, die während des Aufhellungsprozesses direkt mit oder gegen das natürliche Untergrundpigment arbeiten. Wir haben zwei warme und zwei kühle Nuancen. Golden Blond für die stärkste Aufhellung. Strawberry Blond für das wärmste Farbergebnis, Beige Blond mit violetten und blauen Farbpigmenten, natürlich gegen Gelb und natürlich noch Aschblond für die stärkste Mattierung. Wir haben zwei Aktivatoren, also unsere Oxidanten. Einmal Aktivator 1, das sind unsere 6% für eine softe Aufhellung und wir haben Aktivator 2, also 12% für eine stärkere Aufhellung. Wie ihr ja alle wisst, sind Freehand-Techniken kundenwunschabhängig und daher natürlich auch individuell anpassbar. Auch ich habe heute ein Modell, das einen echt speziellen Wunsch hat. Anni hat komplett naturbelassenes Haar, welches etwa auf einer Tonhöhe 8 liegt, mit einer leichten Tendenz zu 7. Sie wünscht sich eine Freehand-Technik mit einem weichen Farbverlauf, der sehr natürlich wirkt. Dennoch wünscht sie sich hellere Effekte im Konturenbereich. Daher haben wir uns für ein Face Framing entschieden. Meine Rezeptur ist folgende. Für das Face Framing verwende ich Sunglitz Golden Blond und den Aktivator 1 im Mischungsverhältnis 1 zu 2. Und für die Farbtechnik Ombre verwende ich Sunglitz Aschblond und den Aktivator 2 ebenfalls in einem Mischungsverhältnis von 1 zu 2. Um das Face Framing einfach zu erarbeiten, ziehe ich zuerst einen Mittelscheitel. Mein erstes Passé setze ich direkt in die Kontur und streiche diesen Slice komplett ein. Passé Nummer 2 und 3 werden gewebte Highlights sein, um den Übergang zu der restlichen Technik weicher zu gestalten. Die andere Seite wird auf die gleiche Weise erarbeitet. An der Seite lasse ich die feinen Konturenhaare aus, setze einen Slice und anschließend ein Passé gewebte Highlights. Auch hier wiederhole ich das Ganze auf der anderen Seite. Um die Haare in einer Ombre-Technik zu färben, teile ich relativ große, ungleichmäßige Segmente ab. Bei jedem Segment tupiere ich die Ansätze an. Anschließend trage ich das Produkt auf ca. die Hälfte der Haarlänge auf und achte darauf, einen weichen Übergang zu erarbeiten. Auf diese Art und Weise wird die Technik auf dem ganzen Kopf fortgesetzt.
Nach 30 Minuten Einwirkzeit spüle ich das Produkt gründlich aus und behandle die Haare mit der Ski-Infra-Serie nach. Abschließend veredle ich meine Freehand-Technik mit dem She Color Illuminate Conditioner in Silver Blond. Beim Styling haben wir uns für glamouröse Wellen entschieden. Das Ergebnis ist eine super softe Ombre-Technik mit hellem Face-Framing. Wir sehen einen sehr natürlichen Beige-Ton, der durch hellere, leicht kühle Highlights im Konturenbereich unterstützt wird. So. Das war's jetzt leider auch schon wieder. Ihr habt sehr viel Input bekommen. Wir haben eine Freehand-Technik erarbeitet. Wir haben zwei besondere Produkte von Ski verwendet. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Umsetzung im Salon und würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn es das nächste Mal heißt, jetzt ist wieder Hairtime.